Viele Frauen denken, wenn sie als Escort-Dame arbeiten möchten, müssen sie Modelmasse haben und ausschauen wie ein Topmodel. Ob das tatsächlich der Fall ist, erfährst du heute in meinem Video. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Und wenn du das erste Mal auf meinem Kanal bist, mein Name ist Bel Bennett. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um Escort, Lifestyle und mein Business. Heute möchte ich ganz klar darauf eingehen, welche optischen Voraussetzungen eine Frau mitbringen sollte, wenn sie als Escort-Dame arbeiten möchte. Viele Frauen denken, wenn sie als Escort-Dame arbeiten möchten, müssen sie mindestens 1,70 Meter sein, vollbusig und wirklich gut aussehen. Hübsche Frauen haben Komplexe und bewerben sich in der Regel nicht als Escort-Dame, weil sie denken, dass sie vom Kunden nicht gebucht werden. Deshalb möchte ich klarstellen, dass Männer ein anderes Idealbild haben als wir Frauen. In der Regel sind Männer auch nicht so kritisch wie Frauen. Selbstverständlich ist es toll, wenn man 1,70 Meter oder größer ist. Doch es gibt auch Männer, die treffen sich gerne mit kleinen Frauen. Beziehungsweise es gibt Männer, die stehen nur auf kleine Frauen. Somit ist es möglich, auch mit 1,55 Meter als Escort-Dame zu arbeiten. Man muss nicht unbedingt Konfektionsgröße 36 oder 32 haben. Es gibt auch Männer, die treffen sich gerne mit Frauen mit weiblichen Rundungen. Es gibt Curvy Models, die als Escort arbeiten und die im Escort mehr verdienen als in ihrem Hauptjob als Model. Auch bei der Oberweite haben Frauen in der heutigen Zeit eine falsche Vorstellung, was Männer tatsächlich mögen. Ich sehe sehr oft Luftballons, Halbkugeln, kleine Fußbälle. Doch das ist das, was Kunden nicht anspricht. Regelmäßig sagen Kunden, du hör mal zu, auf keinen Fall eine Frau mit Silikon. Oft fragen Männer nach Frauen, die keine oder eine kleine Oberweite haben. Doch in der Regel ist das noch sehr schwer zu finden. Aus meiner Erfahrung muss eine Frau nicht wie ein Topmodel oder wie Barbie aussehen. In der Regel bevorzugen Escort-Kunden Frauen, die ausschauen wie das Mädchen von nebenan. Und da in der heutigen Zeit es sehr wenig Frauen gibt, die natürlich ausschauen, sind die Damen, die in diesem Bereich als Escort arbeiten, meistens ausgebucht. Die Frauen, die Kinder haben, machen sich oft Gedanken über ihre wenigen Schwangerschaftsstreifen, die sie haben. Doch in der heutigen Zeit gibt es die passende Unterwäsche, die das kaschiert. Und wir Frauen sind da kritischer als die Männer. Zusammengefasst ist es nicht zwingend nötig, dass die Escort-Dame mindestens 1,70 Meter ist. Es ist auch nicht zwingend nötig, dass die Escort-Dame Modelmaße hat und einen großen Busen. Doch es gibt auch Sachen, die Kunden eher nicht mögen. Das sind zum Beispiel Tätowierungen bzw. Piercings im Gesicht. In der heutigen Zeit fällt man in einem 5-Sterne-Hotel immer noch auf, wenn man voll tätowiert ist bzw. im Gesicht voll gepierst ist. Ein weiterer Punkt, der auch mir schon Sorgen macht, sind die aufgespritzten Lippen der Escort-Damen. Sieht ein Kunde, dass die Dame aufgespritzte Lippen hat, werden diese Damen weniger gebucht. Escort-Agenturen machen jetzt schon einen Balken übers ganze Gesicht, damit der Kunde nicht die Möglichkeit hat, diese Schlauchboote zu sehen. Und einen weiteren Punkt, den viele Escort-Damen nicht bedenken, der auch eine große Rolle spielt, ob eine Escort-Dame erfolgreich ist, ist, ob eine Escort gepflegt ist. Maniküre, Pediküre und ein Friseurbesuch, das sollte selbstverständlich sein. Und ich möchte es ungern aussprechen, das Duschen am Morgen sollte Routine sein. Hast du weitere Fragen zum Thema Aussehen der Escort-Dame, dann schreib es mir in die Kommentare. Möchtest du einen Test machen, ob du als Escort-Dame gut genug aussehen würdest, hast du die Möglichkeit, das auf meiner Webseite zu tun. Hier kannst du einen Selbsttest machen, dieser ist natürlich anonym. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest.